Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Post von Müller. Herzlich willkommen zur Tageskorrektur vom 30. Oktober 2020 im letzten Jahr der BRD. Wir sehen den Stuhl vom Hajo im Moment noch unbenutzt, aber keine Sorge, auch heute kommt er wieder dazu. Die ersten Nachrichten des Wahnsinns mache ich eben so gut das noch geht, ja, aus Sicht des gesunden Menschenverstandes alleine. Alleine ist aber Quatsch, weil ich weiß, dass ihr da seid. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Weiterverteilen. Danke für die Unterstützung über die vielen Monate. Und so manche Nachrichten, die durchs Netz gehen, zeigen, es wird im Miteinander demnächst wohl etwas intensiver, etwas umfangreicher. Wir sind gespannt. Wir beginnen, weil ich ja sage, Nachrichten des Wahnsinns, mit ihr hier. Wir stellen uns vor, im Land der Dichter und Denker, im 21. Jahrhundert. Und die Beste, die wir haben, also nachdem sie vom Kohl gelernt hatte, anständig am Tisch zu sitzen und zu essen, im Erwachsenenalter wohlgemerkt, ne? Dass sie die Greta Thunberg, also die zukünftige Führerin der Welt, weil nach Corona wird, das wissen wir durch das Weltwirtschaftsforum schon, dann erneut das Klimathema als katastrophaler Zustand, der uns alle betrifft, präsent sein. Und zweifelsohne wird die Greta mit ihren unglaublichen Fähigkeiten, nämlich auch das CO2 sehen zu können, in den Schatten gestellt durch sie hier, die Corona-Flüsterin, muss man sagen, denn sie hat es tatsächlich geschafft, mit dem Corona zu sprechen. Und in diesem Schnipsel hier zitiert sie es sogar. Wir hören mal rein. Es gibt insbesondere... Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, bitte ein Momentum. Es geht eher um unsere Haltung zu dem Virus. Das, man stellte sich mal vor, es könnte denken, von sich denken würde, ich zitiere, ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die leben auf dem ganzen Planeten, die sind global stark vernetzt, sind soziale Lebewesen. Die können also nicht ohne soziale Kontakte leben. Die sind hedonistisch veranlagt. Die gehen gerne feiern, also besser kann es gar nicht sein. Und weiter sagte sie, wieder aus der Perspektive der Menschen, nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Da haben wir Menschen ja schon mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Danke. Danke an die beste Corona-Flüsterin aller Zeiten, die uns als denkunfähigem Pack mit Hilfe von Beispielzitaten erklären muss, nachdem ja die beste Bundesverteidigungsministerin aller Zeiten uns Händewaschen erklärt hat, wie, ich zitiere, das Corona denkt. Wir bauen aber das, was die Eindeutigkeit dessen, was ist, zeigt, heute ein bisschen aufeinander
auf. Das wird sich nicht durch die ganze Sendung ziehen können, weil es einfach so viele Nachrichten sind, dass auch gar nicht die Zeit ist, das alles zu sortieren. Aber so ein paar Sachen habe ich geschafft zusammenzustellen. Hier wird also die Corona-Zitierende mit einem eigenen Zitat hingestellt. Die Gruppen feiernder Menschen sind inakzeptabel. Lassen wir einfach so im Raum stehen. Denn die verschärfenden Maßnahmen sind nun hinlänglich bekannt. Und klar ist natürlich auch im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dem Besten, was uns je passieren konnte, dass unsere kompetenten Führungsausgesuchten, ja, wir haben ja da mehrere hingestellt bekommen, von denen wir gar nicht wissen, wie es jemals passieren konnte, dass die zum Beispiel Landeschef spielen, wie der Ramelow, der gar nicht aus Thüringen kommt, soweit ich weiß, und die Thüringer als Menschen, die ja auch regional bewusst sind, sich das mal erklären müssten, ja, wie jemand von woanders her ihren Laden führt. So. Und dann gleich noch mit einer Doppelwahl zuletzt. Ja, so schnell habe ich einen FDP-Typen noch nie rennen sehen, wie der, als der gewählt wurde, als Ministerpräsident verschwunden war. Muss in dieser Demokratie irgendetwas sein, was wir als einfache Menschen nicht verstehen. Und in dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist nach wie vor nicht der Kampf gegen das Virus, sondern der Kampf gegen rechts. Das Entscheidende, das Wichtige, das Vorrangige. Und es kann durchaus sein, ja, dass man da mal ein bisschen was durcheinander bringt oder in einen Topf wirft. Corona-Proteste gehen in Richtung Terrorismus und Pogromartige Stimmung. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow fürchtet, dass die Vorgänge rund um Demonstrationen von Corona-Leugnern zunehmend die innere Sicherheit gefährden. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Rundum. Dass die Vorgänge rund um Demonstrationen. Meint er, das, was die da in Blau so veranstalten, wovon es jedes Mal Fotos gibt oder Videosequenzen, die gar nicht gut aussehen in der letzten Zeit? Oder vielleicht auch schon länger, aber sie scheinen gefühlt, das ist ja das neue Real, das Gefühl, dass das deutlich zugenommen hat. Oder heißt es, dass die Demonstrationen selber, oder die Demonstranten, soll ich sagen Demonstrierende, damit wir sie auch alle mit einem pendelnden Geschlecht mit erwischt haben? Dies zeigt auch ein Brandanschlag in Berlin vom Wochenende. Also man weiß noch nichts. Und natürlich steht im Raum, wenn ja auch Führende des Verfassungsschutzes zum Beispiel bei der Treppensturmaktion in Berlin, ja, wo, wie viel waren es? 2, 3, 4 Polizisten, hunderte Gewaltbereite an den Treppen, nur durch das Aussprechen von autoritären Worten aufgehalten haben. Und es hinterher hieß, eben vom Verfassungsschutz oder, na, nicht, dass ich mich inkorrekt ausdrücke, es hieß zumindest, dass von allen dienstlichen Stellen aus diesem Bereich, dass man anwesend war. Immerhin. Ja. Und ich denke, man hat über alles den Überblick im Land. Das kann man sich gut vorstellen. Ansonsten wäre die Frage, habt ihr etwa nicht den Überblick im Land? Dann muss jemand her, der das hat und der das kann. Und wenn sie es denn können, dann ist die Frage, warum sehen sie hier nichts? Ein Brandanschlag in Berlin vom Wochenende. Ist das der RKI, der Anschlag, der da gemeint wurde? Der da gemeint ist? Man weiß also noch nichts. Zumindest habe ich keine Informationen vorliegen. Aber man schiebt es in die Corona-Proteste hinein. Das klingt zumindest irgendwie so. Man könnte es ja zumindest schärfer abtrennen. Ja? Und das ist alles sehr, sehr gefährlich. Wir haben ja auch Nachrichten gehabt in den letzten Tagen, die eindeutig von einer problematischen Entwicklung hinsichtlich der Demokratie im Bereich der Corona-Leugner gesprochen haben. Ja, und weil das ja so problematisch ist, bildet man jetzt in einzelnen Bundesländern Corona-Sheriffs aus, die mit einer Schnellpersolung und mit einer Schusswaffe dann
diese sich doch so gefährlich entwickelt habenden Corona-Leugner auf der Straße stellt. Das wird bestimmt ein sehr souveräner Akt, wenn der jeweils stattfindet, in dem gut ausgebildete Leute sich auf menschlicher Basis mit einem breiten Wissen und mit gesundem Menschenverstand sich in der Bevölkerung Informationen abholen, was hier wirklich los ist. So. Jetzt kommt allerdings der Oberhammer. Denn für viele, auch insbesondere in diesem sogenannten Sachsen-Anhalt, ja, in diesen ausgedachten Verwaltungsbezirken, die man gemacht hat, um so zu tun, als ob wir irgendwas mit Ländern und so weiter hätten, ja. Ich hätte gerne mal auf dem Rechtspapier den Sachsen-Anhalter gesehen, ja. Wo ist der? Der Sachse im Sinne des Freistaates Sachsen oder der Thüringer im Sinne des Freistaates Thüringen? Wo ist denn der? Ja, da sagt man ja hier, er wohnt ja da. Ja, aber der Rechtsstand als solches ist gar nicht vorhanden. So, wenn es die alle gar nicht gibt, was ist dann mit diesen Ländern? So, und wenn es die alle gar nicht gibt und aber den Besitzer der deutschen Staatsangehörigkeit, wieso gibt es dann diese Verwaltungsbezirke, wenn überall quasi ja alle unter demselben Status leben? Mal so eine Frage in den Raum gestellt, ja? Könnte man doch viel Geld sparen, indem man diese Ebenen einfach wegschiebt, denn die Leute sind überall in der Behandlung durch die Verwaltung identisch. Da gibt es keinen Unterschied und es gibt keinen. Man zeige ihnen mir das Gesetz oder die Verordnung, was auch immer, ja, was den Thüringer im Freistaat Thüringen im Sinne einer, sagen wir, Staatsangehörigkeit definiert. Gibt's nicht. Aber Thüringen gibt's schon. Verrückt, ne? So, und in diesem Thüringen, beziehungsweise jetzt sind wir in Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, in diesem Sachsen-Anhalt haben genau wie überall anders viele zu kämpfen mit dem Überleben, mit der Existenz, mit dem wirtschaftlichen Fortkommen. Und dann das. Im Rahmen all dieser Maßnahmen schreibt die MZ, jetzt festhalten. Insbesondere viele Grüße nach Sachsen-Anhalt, ja, wo es ohnehin einiges an Regionen gibt, die schon immer und sehr lange durch mangelnde Struktur in der Logistik, ja, zum Beispiel, oder in anderer Form, mit der Wirtschaft zu ringen haben oder mit dem wirtschaftlichen Stand zu ringen haben, dass sie über die Runden kommen, dass sich dort Wohlstand entfalten kann. Und in diesen Notzeiten, durch diese Extrabelastung noch, haben wir die Mitteldeutsche Zeitung, die uns berichtet, Härte mit Bedauern, welche Abweichungen es beim Lockdown in Sachsen-Anhalt gibt. Und hier steht, die Landesregierung hat das bundesweite vereinbarte Herunterfahren des öffentlichen Lebens und privater Kontrolle fast vollständig in Landesrecht übertragen. Die neue Verordnung soll am Montag für den Monat November in Kraft treten. Die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt hätten diese Schritte nicht erfordert, betonte Ministerpräsident Rainer Haseloff. Es gehe jetzt aber um einen Akt nationaler Solidarität. Die Rechtsgrundlage für diesen Schritt, wir schließen das Land zu, also in dem Fall ja den sogenannten Freistaat Sachsen-Anhalt, wir schließen zu aus Solidaritätsgründen, ja, mit national, da habe ich ja schon große Augen gekriegt, weil der Begriff ist ja eigentlich hier schon im Inland, ne? Da muss man sehr vorsichtig sein heutzutage. Wo die Grundlage dafür ist, wegen eines Solidaritätsgedankens diese Maßnahmen umzusetzen. Nicht wegen Notstand, nicht wegen Corona, sondern die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt hätten diese Schritte nicht erfordert, betonte Ministerpräsident Rainer Haseloff. Es gehe jetzt aber um einen Akt nationaler Solidarität. Oder wollte man vermeiden, dass man aus anderen Verwaltungsbezirken, genannt Bundesländern, auf Sachsen-Anhalt zeigt und sagt, guck mal, da geht's ja auch ganz anders, wieso hier nicht? Wollte man also dieses Argument einfach ausschalten, Leute ruhig stellen, damit die Agenda läuft, zu der wir heute auch noch kommen? Ich denke, die Leute werden dringend Gesprächsbedarf haben, auch mit Rainer Haseloff und
seiner Verantwortung immer mehr geht es ja. Das läuft, ist ja schon jahrelang angelaufen. Das ist, diese Reichsbürger haben das ja früher gemacht, diese ganz schlimmen Leute. Jetzt schreien alle anderen auch nach, wo ist die Verantwortung derer, die da vorne stehen und sagen, so wird's gemacht, wenn es nicht so gemacht wird, wie man sich das eigentlich auch auf Basis geltender Regeln vorstellt. Ja, diese Regeln sollte man mal vorzeigen. Ja, wir haben es gemacht wegen der Solidarität. Abgeschlossen bei uns. Ist so, muss man ja. Ne? So. Dazu ergänzend ein Video, in dem ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei sich äußert. In dem Fall ist es hier Berlin, aber wir hören mal hinein zu der Sichtweise der Uniformträger für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Und bei jedem Gedankengang, den wir irgendwie nicht ganz verdauen können, glaube ich, machen wir mal kurz Stopp. Monatelang verweigert. Sollte die Polizei mehr Kompetenzen von der Politik bekommen, um die Kontrollen bei privaten Feiern durchführen zu können? Also die Rechtslage für die Polizei ist absolut ausreichend und wir wehren uns ja auch dagegen, hier nochmal Gesetzesverschärfung zu machen. Ja, das ging ganz schnell, ja. Benjamin Jendro spricht davon, wir wären uns dagegen, hier noch einmal Gesetzesverschärfung zu machen. Wie wehrt man sich als Polizei gegen die Legislative? Wie macht man das? Also es gibt Mittel, mit denen man Bürger davon überzeugt hat, dass das, was sie tun, sie besser nicht mehr tun im Rahmen dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da hat man Möglichkeiten gefunden, aber Wir horchen noch mal rein, nicht, dass ich was missverstanden habe. Sollte die Polizei mehr Kompetenzen von der Politik bekommen, um die Kontrollen bei privaten Feiern durchführen zu können? Also die Rechtslage für die Polizei ist absolut ausreichend und wir wehren uns ja auch dagegen, hier nochmal Gesetzesverschärfung zu machen. Wir wehren uns dagegen, Gesetzesverschärfung zu machen. Wie das geht, dass die Immunen, Gesetzgebenden sich von der wehrenden Polizei beeinflussen lassen müssen? Ich weiß es nicht. Aber wir hören mal weiter. Vielleicht habe ich auch einfach, keine Ahnung, vom Sicherheitsgeschäft des Landes. Die Regeln in unserem Land sind klar. Und nochmals, wir haben Grundrechte, die sind in den letzten Monaten massiv eingeschränkt worden. Deswegen kann man auch ein Stück weit verstehen, dass Menschen das irgendwann nicht mehr akzeptieren. Und da muss man auch ganz ehrlich sein. Wir haben ja gerade auch sehr, sehr viele Gegner der Corona-Politik, weil einfach es auch deutlich wird, dass die Grundrechtseingriffe massiv sind. Ja, wir hören uns immer wieder jeden Tag an, das ist wie Stasi 2.0 und das hatten wir alles schon mal und Überwachungsstaat und Orwell's 1984 wird Wahrheit. Nee, also diese Maßnahmen sind momentan notwendig, aber wir können nur davor warnen, dass sich jetzt auch Bundespolitiker hinstellen und sagen, na gut, wir lassen jetzt die Polizei mal präventiv in Wohnung rein. Noch einmal für den hier Sprechenden, ja, falls er uns zuschaut, falls es irgendjemand weiterleitet, der ehemalige Forschungsleiter, glaube ich, war es, von Pfizer. Kurz nachschauen, was für eine Firma das ist. Pfizer geschrieben, sagte, 90% der Tests sind falsch. Er sagte das. Wir haben das in der letzten Tageskorrektur oder höchstens vor 2 Tagen als Nachricht eingeblendet. Und das bildet ja, also diese Zahlen da, die bilden ja die Grundlage für die selbst dargestellten massiven Grundrechteeinschränkungen. Massive Grundrechteeinschränkungen, also die Rechte, die besonders geschützt sind, die spielen keine Rolle. Man schreit, es ist alles ganz schlimm, aber die, die aus fachlicher Sicht etwas anderes zu sagen hätten, tauchen gar nicht auf. Ist er jetzt in einer, oder sind diese Uniformträger in einer Realitätsblase? Ich frage nur, weil sie sollten doch Teil der Gesellschaft sein. Wenn die gar nicht sehen können, was da draußen los ist, dann gibt es ja ein Problem. Weil dann steht, wie er es gerade gesagt hat, ne, die Leute stehen dann vor ihnen und schimpfen, dass wir das alles schon mal hatten. Aber auch das scheint irgendwie gar nicht anzukommen. Ja? Der Vorwurf, das, was DDR gewesen ist, hätten wir jetzt wieder, spielt augenscheinlich keine Rolle. Wir machen nur unsere Arbeit. Ja, aber das kennen wir schon. Da saßen Leute auf Holzbänken und haben bitter, bitter, bitter geweint und gesagt, wir haben nur unsere Arbeit gemacht. Und die Frage war, wo war der gesunde Menschenverstand? Und wo war auch die Nächstenliebe? Denn das haben wir auf der Straße nun schon gesehen, ja, wie es dann heißt, na, wir müssen das jetzt durchsetzen. Wir müssen übrigens auch durchsetzen, ja, weil ja alles nach Regeln läuft.
Lockdown tritt ohne Zustimmung des Thüringer Landtags in Kraft. Das machen wir so. Das machen wir schon immer so. Und wenn wir es nicht so machen, ist auch nicht so schlimm. Sie können ja klagen. Na, wir machen erstmal. Ja, wir haben doch schlimme Zeiten. Haben wir übrigens immer. Ja. Oder ging es in den letzten 30 Jahren mal irgendwo wirklich aufwärts? Bessere Schulen? Mehr Geld für Theater? Generell etwas, was die Gesellschaft in konstruktiver Form sich, entfalten lässt? Wo ist die Entwicklung? Nein, wir müssen hier, wir müssen da, Notstand hier, Notstand da, Bildungsnotstand, Fachkräftennotstand, Flüchtlingsnotstand global, ja, Klimanotstand, also ein Problem nach dem anderen. Und die Leute gehen alle ihr Leben lang fleißig arbeiten und haben am Ende nichts. Bald haben auch die Arbeitenden nichts, denn das Weltwirtschaftsforum hat das ja schon beworben. Die Menschen werden nichts mehr haben, ja, also kein Eigentum mehr haben oder nichts mehr besitzen, glaube ich, war das korrekte Wort. Und sie werden sich darüber freuen. Sie werden es gut finden, dass dann jetzt schon zu Zeiten der Berufstätigkeit. Tolle Zukunft. Das entwickelt sich riesig. Überall sitzen Leute, die wissen, wie es geht. Also denen geht's gut, ja. Und die, die es machen sollen, ja, die früh um 6 an der Werkbank antreten. Naja. Es kann jeder Millionär werden in dieser sogenannten freien Welt, in der dieses Spiel läuft. Aber nicht alle. Ja, nicht alle. Jeder kann es probieren. Und bitte möglichst gegenseitig die Ellenbogen in die Rippen. Dann funktioniert es für die, die uns an die Startlinie stellen und uns laufen lassen, am besten. So, Zickzackkurs, soll ich das nochmal einblenden? Bund und Länder haben zur Eindämmung der Corona-Infektion drastische Einschnitte im öffentlichen Leben beschlossen. Nach der Zustimmung von Ministerpräsident Bodo Ramelow soll der Landtag beteiligt werden, aber erst, wenn die neuen Regeln gelten. Was ist denn hier los? In Sachsen-Anhalt heißt es, es ist nicht notwendig bei uns, aber wir machen es aus Solidaritätsgründen. Ich bin gespannt auf all die, die jetzt, nachdem sie es vielleicht noch bis hierhin geschafft haben, es bis zum Jahreswechsel nicht mehr hinkriegen würden, irgendwie finanziell sich über Wasser zu halten. Aber wir machen es mal aus Solidarität, dass wir zuschließen. Und bei ihm hier, dann machen wir es erstmal ohne Zustimmung. Und es geht erstmal los und dann kann der Landtag beteiligt werden. Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Beste, was wir jemals zur Verfügung hatten. Überall großartige Leute, die wissen, was sie tun. Das sagen sie uns zumindest. Und wer es nicht glaubt, ja, der kriegt Aluhut auf. Oder, naja, ne, es gibt da so gute Mittel, die Menschen gefügig zu machen. Gestern hatten wir Merkel und Söder, glaube ich, bei ihren Presseerklärungen ja vor der Kamera, die da sagten, es brauche die Zustimmung der Bevölkerung, das macht man dann schon. Ne? Wir müssen ja, und für kritische Fragen gibt es in den Zeiten nicht so viel Platz, wir haben gerade viel zu tun. Weiter geht's mit einem Aufreger, der so aussieht, dass wohl die Corona-Flüsterin des Landes diesem Zeitungsartikel zufolge zumindest einen gefälschten Maulkorb auf dem Rüssel hat, macht aber nichts, ja, denn es spielt eigentlich keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Laschet gab es jetzt ein Foto, es wurde sofort dementiert von den Verantwortlichen rund um Laschet, die gesagt haben, es wurde im Flugzeug, ja, es wurde nur zum Essen oder zum Trinken kurz abgenommen. Was heißt das Foto, was es da gab? Das hat sich jemand, also trotz, dass ja der Maullappen überm Ohr hing, ja, ist das Foto ja quasi dann eine Fälschung, weil die öffentliche Aussage ist, keinesfalls hat er sich falsch verhalten und hat nur kurz beim Essen das Ding abgenommen. Und die Geste, mit der er da auf 8:30 an seinem Sitz hängt, um sich mit der Rückbank oder mit der nächsten Sitzreihe da zu unterhalten, da ist von einer Gänsekeule im Mundwinkel oder Messer und Gabel in der Hand oder so oder irgendetwas
vor der Brust im Sinne von Teller zum Essen, da ist nichts zu sehen. Aber dann muss das Foto wohl eine Fälschung sein, weil die Erklärung stimmt mit Sicherheit. Es ist ja egal, was man den Leuten erzählt. Hauptsache, es geht weiter und die Leute nehmen es halt hin. Ganz egal, was es ist. Da haben wir schon die abstrusesten Sachen erlebt. Es ist aber egal. Die Leute gehen nach Hause, da können wir weitermachen. So läuft das. Und zwar schon eine ganze Weile, denn es waren ja auch in Berlin zu dieser großen Demo waren ganz viele da. Die Stadt war voll. 17 oder 18.000 hat man uns erzählt, sollten das gewesen sein. Die Leute haben ihren Unmut in Massen ausgedrückt und was steht denn in der Zeitung? Was wird denn diskutiert in den Quatschsendungen, in den Laberrunden? Ja, alles schlimme Leute, das geht so nicht. Gehör finden die ganz? Dann gehen die nach Hause. Und dann steht in der Zeitung, ist aber schlimm, wenn die erbost sind. Ja? Wird zur Gefahr für den Rechtsstaat. Mit denen reden wir einfach nicht, sondern Mund halten, sonst große Keule. Wenn der Hajo schon da wäre, würde ich jetzt auf ihn verweisen, aber das würde ich nicht, das mache ich jetzt trotzdem, denn der regelmäßige Zuseher dessen, was wir hier machen, hat oft genug mitgeteilt bekommen, dass der Hajo ganz unverhohlen und direkt darüber gesprochen hat, dass diese Hilfsorganisationen Kriminelle beinhalten oder beherbergen oder Grundlage dafür sind und so weiter. Und jetzt ist es immerhin so weit, dass sogar der Spiegel sich auf seine durchlöcherten Strümpfe macht, um dazu etwas zu sagen. Kommst du gleich rein? Denn ich habe gerade einen Artikel, bei dem ich auf dich verwiesen habe. Stecken wir mal das Mikro an. Schönen guten Abend, Hans-Joachim Müller. Guten Abend. Das gefällt mir, wenn ich das höre. Dich im Fernsehen sehen. Ja. Ziehst du das Jäckchen an oder lässt es? Nee. Gut, okay. Ist zu warm, ja. Dann einmal reinklipsen. So, sag mal artig guten Abend. Gut, guten Abend. Freut mich. Gut, jetzt. Guten Tag. Liebe Zuschauer, das gefällt mir, im Fernsehen zu gucken, was der Daniel macht. Er macht das sehr gut. Also die Vorlagen, wenn du es gesehen hast am Anfang, die Vorlagen, die die Politik bietet, man kann ja gar nicht anders. So, das gefällt mir. Also wir sollten uns darauf einigen, dass ich überhaupt nicht mehr mitmache. Nur wenn es wirklich wichtig wird. Wenn es wichtig wird. Das hier ist allerdings der Studie. Ist etwas, also ich habe es noch nicht eingeblendet, aber du kannst es ja jetzt schon sehen. Ja? Meine Einleitung dazu war, dass ich darauf verwiesen habe, dass du dazu schon gewisse Aussagen gemacht hast über viele Sendungen über diese letzten Monate und gesagt hast, kriminell und so weiter und so fort. So mancher zuckt zusammen und denkt dann diese großen Kinderaugen auf den Plakatwänden, wo um Spenden gebeten wird und wie diese Hilfsorganisationen Gutes tun in armen Ländern. Und jetzt schreibt der Spiegel, und zwar in einer sehr plakativen Aussage, ja, was nicht heißt, irgendwo mit dem Skalpell chirurgisch angesetzt und sagt, hier gab es zwei, die irgendwie mal was gemacht haben, was nicht in Ordnung war, sondern man sagt, Ausbeutung und Missbrauch sind das dreckige Geheimnis der humanitären Hilfe. Das ist erschreckend groß gemalt mit so einer Überschrift. Ja, das ist die Näherung zur Wahrheit. Also mit Kinderhilfswerk hat das die UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk zum Beispiel, nichts zu tun. Das Einzige, was stimmt, ist, dass es sich um Flüchtlinge dreht, mit denen man handeln kann. Also eine Handelsware umverbringen. Oder das Kinderhilfswerk, wie heißt das? UNICEF? UNICEF auch. Es geht dort zwar um Kinder, aber um das Handeln mit Kindern, um die Ausbeutung mit Kindern, um die Prostitution mit Kindern. Alle Hilfswerke sind so geartet. Man hat irgendein kleines Schaufenster und der Rest ist kriminell, rein kriminell. Was sagst du denn, Themensprung, was sagst du denn zu der Nachricht vom
Haseloff von Sachsen-Anhalt, dass der Lockdown zahlenmäßig, also im Sinne von den Statistiken, nicht notwendig wäre, aber dass man ihn aus Gründen nationaler Solidarität, ja, also normalerweise würde jeder, der das sagt, der nicht in der Politik ist, also in dem Rahmen dieser gewünschten Politik, ja, würde ein kleines Bärtchen angemalt bekommen. Bei ihm gibt's da gar nichts. Aber was machen wir denn mit dem Fakt? Ja, also man kommt langsam zurück in das Reich, aber nicht das, was wir wollen, sondern das andere. Sie sind im Faschismus gelandet, allesamt, also der Kommunist. Ramelow, Haseloff, der einfach aus, was weiß ich, aus Angst vor Merkel nicht mitmacht. Ja. Und wer nochmal noch, der Söder treibt voran, er will Kanzler werden. Mhm. Also es geht darum, wer hat die besten Ideen bei der Schikanierung des deutschen Volkes? Und vor allem die Wirtschaft runterzufahren, Leute kaputt zu spielen, damit andere das aufkaufen können, was frei wird. Die schöne neue Welt, die da heißt, ja. Die ganz Großen der Welt, damit meine ich nicht Politiker, sondern die Konzerne. Ja, Konzerne. Das sind ja auch die, die ja maßgeblich an der Gestaltung des Planeten in jeglicher Form, da gelten ja auch sämtliche Eingriffe, ja, gelten da dazu, dass die sind das gewesen. Und jetzt, wo man, es heißt, ganz schlimm alles gelaufen, es wollen dieselben Leute, wollen uns jetzt helfen und für uns das alles richten. Darf es aber notwendig, dass wir verzichten. Eigentum wird es nicht mehr geben, aber man redet uns das so schön, dass wir uns freuen. Du kannst die Leute veralbern, wenn sie nicht aufwachen wollen. Können sie nicht aufwachen, dann werden sie ihr Ziel erreichen. Selbst wenn Trump jetzt noch 8 Jahre regiert, solange hier im Land die Menschen denken, dass Merkel ihnen jemals helfen wird oder geholfen hat, dann kann man nichts machen. Ja. Die Akzeptanz der Bevölkerung ist ihr Grund zum Machterhalt. Du hast vielleicht das ein oder andere Meme gesehen, wo es hieß, also der Deutsche darf nicht mehr feiern, da darf eigentlich nichts mehr, aber arbeiten darf er noch gehen. Ja. Ja, das sind ja so zusammengebastelte Bilder oder nur Sprüche, die irgendwo aufgeschrieben sind und es wird dann irgendwo verbreitet und dann wird natürlich häufig der Kopf geschüttelt und sagt, was für Verschwörungstheorien. Ist es aber keine, denn die Quelle ist genau nicht erkennbar, aber zumindest scheint es stark zu vermuten, dass das hier die Druckausgabe einer Zeitung ist oder so. Und hier steht, Mitarbeiter, die positiv getestet seien, aber keine Symptome zeigen. Ja, sogenannte asymptomische, da kommen wir nämlich heute noch dazu, dürfen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zumindest arbeiten gehen. Anschließend müssen sie sich jedoch in häusliche Quarantäne begeben. Nach der Arbeit. Nach der Arbeit. So. Also, okay. Also Steuern müssen ja noch werden. Ja? Also selbst wenn wir eine todbringende Pandemie auf der Welt haben, mal schnell noch zur Arbeit gehen, um insgesamt, das merken die Leute ja nicht, dass ihnen ungefähr 3/4 von dem, was sie erwirtschaften, weggenommen wird. Ich glaube, die Ersten wachen schon auf. Es gibt ja unseren Kreis, der schon länger aufgewacht ist. Aber es kommen täglich welche dazu. So, hier, wir hatten über ihn gesprochen, ich wusste nicht, wann das Foto kommt. Aber mal ehrlich, wer die Dimension im Flugzeug kennt und weiß, welche Dimension der Laschet hat, da sollte klar sein, dass jetzt, wenn er sich rumgedreht hat auf 90 Grad mit dem Körper, dass jetzt so unbedingt dieses Klapp, Tablett, wo dann das Essen drauf kommt, da jetzt nicht unbedingt davor passt. Ja, es sei denn, es sind hinterher chirurgische Eingriffe notwendig. So, es ist dementiert worden, dass er sich im Flugzeug nicht ordentlich verhalten hat. Er hätte nur kurz zum Essen, ja, hätte er und so weiter. Hier hinten ist dann beim Originalfoto noch jemand zu sehen, dort jetzt, wo dieser große gelbe Kasten ist, wo steht 60 Minuten nach seiner knallharten Lockdown-Rede. Also für die Leute noch, ne, ähnlich wie beim Fernsehen, das ja so war, Kamera an, Maske auf, Kamera aus. Wir sind kurz vor dem 8. Mai. Ja. Ich lasse es mal so stehen, ja. Es wird aber wieder so sein, dass die erfahreneren Demokraten im Land sich fragen werden, was das für ein Tag so ist. Aber da hilft vielleicht Google weiter. Da kann man mal gucken, was das zu DDR-Zeiten so war. So, ein Fluggast fotografierte die Szene, aber das kann ja nicht stimmen. Ne? Es kann nicht stimmen, denn er hat ja nur kurz zum Essen die Maske abgenommen. Erst nicht wichtig, aber interessant ist für die Leute.
Ihn hatten wir letztens schon gezeigt. Und auch da war schon Thema, dass er es ablehnt, Maske zu tragen. Jetzt. Ich glaube, der hat schon mal Maske getragen. So, Vatican City, das ist übrigens Reuters. Ja, also auch eine Nachrichtenagentur, der brave Michel selbstverständlich glaubt. Denn über Reuters wird eben auch die ganze MSM gefüttert. Vatican City, der Papst Franziskus beschreibt am Dienstag die Covid-19-Pandemie als eine harte Lady, tough Lady, ja, der man gehorchen muss. Ist er gerade aus dem Sadomaso-Studio gekommen oder was? Meint er jetzt Merkel? Das ist ab heute unsere Corona-Flüsterin. Du hast es ja mitbekommen, sie hat das Coronavirus zitiert. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Aber... Aber wer weiß, ob es den überhaupt gibt. Er und die meisten engeren, na, wie heißt das, die AIDS, also die helfen rundherum, alle, die um ihn arbeiten, drumherum, ja, tragen keine Maske bei seiner großen Audienz. Ja, möglicherweise haben die Gottesfurcht. Ja, keine Furcht dann in dem Zusammenhang. Ja, ja. Sie fürchten nur Gott. 28. Ja, aber wenn das so ist, ja, was ist denn dann mit all den anderen Gläubigen? Ja, die Muslime nehmen das nicht so genau. Na, hör mir bloß auf, ja. Jetzt fangen die ersten Muslime fangen an in Deutschland. Ich glaube, ich habe Bilder aus Heilbronn gesehen, jetzt aufgrund der Zustände in Frankreich gegen die Karikaturen. Du weißt ja, da gab es ja immer mal Probleme. Ja, das ist jetzt bei uns. Maske, ja. Naja, schon, aber hör, was hier alles los ist. Ja? Und ich habe die, glaube ich, nicht mit Maske durch die Stadt drin sehen. Aber ich glaube, mit denen wird das Inland sich jetzt nicht so intensiv auseinandersetzen. Die haben Gottvertrauen alle. Und so Papst scheinbar auch. So. Der Begriff des Great Reset haben wir jetzt immer häufiger in den Mund genommen durch das, was uns vom Weltwirtschaftsforum ja gezeigt worden ist. Interessanterweise, ja, gibt es auch aus dem Bereich der katholischen Kirche Reaktionen, hier in dem Fall in Richtung Trump. Der frühere apostolische Nuntio der USA, Vagano, glaube ich, wird er ausgesprochen, hat einen offenen Brief an Präsidenten Trump geschrieben und er warnt, ob des großen Resets und der Zerstörung der Humanität. Ja, das ist möglich, dass er die Weltwirtschaftsforum meint. Aber Trump hat derzeit 30% Wirtschaftswachstum. Ja, blenden wir noch ein. Also bei uns ist natürlich schlecht und wir haben ja auch, ne, wie gesagt, Verwaltungsgebiete werden aus Solidaritätsgründen zugeschlossen für andere Verwaltungsgebiete. Weil wir das brauchen, die Wirtschaft sieht entsprechend aus. In den USA, dieser Trump, der ja keine Ahnung hat, ja, der hat für ein Drittel Wachstum gesorgt. Es wird dort keinen Great Reset geben. So. Jetzt kommen wir zu etwas, was aus verschiedenen Gründen herzerwärmend ist. Die Dame ist, glaube ich, über 100 oder hier zumindest weit über die 90. Und sie ist... glaube ich, seit den 40er Jahren oder sowas wählt sie und hat wohl keine Wahl ausgelassen, hat ein Mützchen auf. Ich blende es mal ein. Trampa. Und wir hören mal zu, was sie zu sagen hat. Es steht jemand vor ihrer Tür, wir wissen die Zusammenhänge dazu nicht, aber worum es eigentlich geht, ergibt sich aus dem Gesprochenen. And I think you're doing one heck of a job. Who are you voting for next Tuesday? Guess who? I think I know who. How are you going to vote? How am I going to vote? What do you mean, how? Well, are you sending in a ballot? Oh, no, I'm going to go in a motorcycle, and I'm going to have a good time, and I'm going to go in and say, hi, girls, here I am. Get me in that vote. Wir nehmen es erstmal bis hierhin. Diese betagte... liebenswürdige ältere Dame. Da wird gefragt, also wen sie wählt, und sie hat gesagt, na, rate mal, wen ich wähle, und zeigt auf den Hut, wo drauf steht, Make America Great Again, und dann wird sie gefragt, wie sie wählen geht, und sie versteht erst die Frage nicht, und da fragt er, na, machen Sie Briefwahl? Und sie sagt, nein.
Und jetzt vergleiche mit dem Inland, wo hier die Leute in Vereinsamung in den Altenheimen leiden, aufgrund dessen, dass zum Teil aus Solidaritätsgründen zugemacht wird. Ja, das darf man auch nicht vergessen, dass zum Beispiel auch die Alten die Konsequenzen zu tragen haben, dass man aus Solidarität das Land zumacht. Und während hier diese Probleme bestehen, wird sie zur Wahl in ihren Jahren mit dem, es wurde dann im Text erklärt, sie hat es einfach gesagt, sie wird mit dem Motorrad zum Wahllokal fahren, wird Freude haben, wird Spaß haben, have a good time, hat sie gesagt, ja. Und wird dann sagen, hier bin ich Mädels, kann losgehen. Und dann wird sie ihr Kreuzchen machen. Die Älteren merken es zuerst, dass Trump die Rettung ist und nicht das Elend. God bless you. You know what? You made America great. Well, you made America great. So, dann kriegt man so ein bisschen eine Träne im Knopfloch. Er sagt zu ihr, sie sind es. Also gemeint ist die Dame, ja, die Amerika großartig macht. Tja. Das wird allerdings im Fernsehen nicht laufen können. Wird im Fernsehen nicht laufen, aber vielleicht merkt der eine oder andere den Unterschied, ja, den es bei uns im Land gibt. Nicht nur, ich hatte es ja vorhin diese Entwicklung gezeigt, dass es jetzt so bei uns ist, dass die, das wissen ja viele auch, ne, die Rentner zum Teil in den Papierkörben nach Flaschen suchen müssen, damit sie irgendwie über einen Monat kommen. Oder manche oder viele, ja, aus Stolz einfach nicht sagen, irgendwelche Hilfen abbetteln bei einer Verwaltung, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Und dass es doch eigentlich selbstverständlich wäre und sein müsste, dass in so einem ehemals wirtschaftsstarken Land wie Deutschland es den Alten einfach gut geht. Ist nicht der Sinn der Sache. Aber vielleicht sollten wir das ändern. Vielleicht sollten wir aufhören, diese Leute, die wir hier täglich durch den Kakao ziehen, für diesen Wahnsinn, der hier abläuft, denen alles vorne und hinten reinzustecken. Also manchen nur vorne, manchen vorne und hinten. Es geht überhaupt nicht zu lösen. Es geht nur ein Systemwechsel. Wir haben keine Chance, mit Reformen irgendwohin nach vorwärts zu kommen. Guck mal, die Frau Weidel, die hat Herrn Trump gute Ergebnisse, mein lieber Mann. Billigt. Fangen die an zu begreifen? Naja, es ist schon mal ganz gut, wenn man vielleicht, nachdem man ja viele Jahre die eigene Oppositionsbasis im Land, ja, hingehalten hat, viele haben die AfD gewählt, weil sie gedacht haben, da kommen jetzt tatsächlich Änderungen her. Pustekuchen, ja, wir haben es erklärt, KP China, das ist ja ähnlich, Zentralkomitee ist da, man malt es bunt an, manche sagen, oh, vielleicht das nicht ganz so, die anderen sagen das nicht ganz so, von denen kann man sich dann was aussuchen. Und die Leitpüppchen, die da sind, sind von außen hingesetzt. Die machen das, was das Außen sagt. Aber wir können wählen. Auch, was haben die? Blau, Weiß, Rot? Ja. Ja. AfD. Keine Ahnung. Ja. Blau, glaube ich. Aber es ist eine Partei ohne jedes Ziel. Ich weiß nicht, was sie wollen. Ich denke, was sie möchte. Ja, natürlich. Ja, ja, innerhalb des Gehalt. Der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die das Zahlen der Besatzungskosten auch im 21. Jahrhundert durch die eigene höchste Rechtsnorm, ja, man verweist auf Artikel 120 dieses sogenannten Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, dass man die Besatzungskosten garantiert. Ja, der Bund zahlt, steht da nach wie vor drin, nach all diesen Änderungen an diesem Grundgesetz und diesen massiven Grundrechtseingriffen. Noch 4 Tage, hm? Samstag? Nee, morgen. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Mhm. Ja, naja, es ist da. Die 4 Tage werden wir schon noch durchkommen. Hier? EU setzt auf Lockdown, USA und Schweden gehen Sonderweg. Schweden wird sich retten können dadurch, dass sie nicht zugemacht haben. Ach so, der EU aber nicht gefallen? Es wird der Handwasch. Die EU erholt dem Handwaschmodell wird das nicht wieder. Hieß es nicht? Die laufen voll ins Messer in England, die laufen in Polen ins Messer. Bruttoinlandsprodukt, USA legt um 33% zu. Keine Sorge, wir müssen hier nur neu wählen.
dann wird das schon. Na, irgendwie. Oder nicht, weil es hieß ja... Da wird noch eine achte Partei gegründet, 1000 Abgeordnete dann. Und alle klatschen Beifall, wenn die Chefin reinkommt. Na, das ist doch super. So, wo haben wir denn die wichtigen Sachen noch? Letzte Warnung, US-Wahlen, Trumps Amerika am Scheideweg, Bidens Landesverrat und die Pläne der Chinesen in den USA, schreibt Connective Events. Und es gab ja einen sehr emotionalen Auftritt von General Flynn, der gesagt hat, das hier ist, ich glaube, er hat gesprochen von The Last Stand, also sozusagen die letzte Verteidigungslinie, letzter Verteidigungsposten der Freiheit. Wenn wir den verlieren... Da hat er recht, also... Wir Deutschen werden wahrscheinlich erhebliche Probleme kriegen, wenn Trump nicht wäre. Das können wir aus eigener Kraft nicht lösen. Na, aber es bewegt sich was. Ja, ja, aber solange Trump da ist, können sie nicht so wie Adolf gegen die Massen vorgehen, einsperren und so weiter. Das ist ja unsere Rettung. Denke ja nicht, dass die irgendwelche Hemmungen haben, ihr System zu erhalten. Ja, willige Büttel haben sich gefunden. Das haben wir gesehen in den ganzen Videos. Und ich sage bewusst Büttel, denn bei so manchen war zu sehen, und die Empörung war ja nun recht häufig ganz stark, als wir sahen, wie viele von den, insbesondere Frauen, und zwar den wehrlosen Frauen, in diesen Situationen, extrem gefährlichen Situationen ausgesetzt waren, mit dem Risiko oder auch mit der tatsächlichen Konsequenz von schweren Verletzungen. Es finden sich Leute, die das Gewaltmonopol des Staates in dieser Form durchsetzen, weil solange man nicht persönlich Schaden nimmt, im Sinne von, dass dann irgendein Gericht sagt, es geht so nicht und sie müssen die Verantwortung tragen, solange kann man ja mal durchgreifen und ein bisschen, ja, wie in diesen schlechten Western, ich bin das Gesetz. Das ist nicht deutsch. Ein Deutscher würde niemals eine Frau misshandeln. Da spielt wahrscheinlich anderer Glauben dann eine Rolle bei der Polizei. Du hast den Schnipsel gesehen? Na, ich verstehe ihn aber nicht. Er spricht von German. Er soll Deutsch reden. Von German Roots hat er gesprochen. Ja. In terms of military protection and trade is disgraceful. And when they come out and they say they like Barack Hussein Obama much more. Übrigens auch mal, er spricht ihn jetzt auch immer vollständig aus, soweit ich weiß, Barack Hussein Obama, ja, wurde ja zu Zeiten, als er Präsident war, von den MSN so nicht genannt. Ja. Nein. Barack Obama und Michelle, heute heißt es Barack Hussein Obama und Michael. Was, die Muslimbrüder? More than they like Trump. That means I'm doing my job. You see, now Germany said it the other day. And I have roots in Germany. Ja, I have roots in Germany. Wie du gesagt hast, ne? Hat er mal auf sein deutsches Blut verwiesen. Aha. Jetzt sagt er hat Wurzeln in Deutschland. Vielleicht kommt er uns besuchen. Ja, soll mal vorbeikommen. Kriegt der Teppich. Ich denke, bei dem, was ansteht im Land in den nächsten wenigen Wochen, wirklich wenigen Wochen, ist es dann bald soweit, dass man von außen mal gucken kommt. So, wir haben noch ein paar wichtige Sachen auf der Pfanne. Der Fürst war, naja. Ja, Fürst Reuß war beim, ich kenne die Veranstaltung. Das habe ich mir angehört, das ja. Ist hier das ein Summit, wie heißt Versammlung, das Summit? Ja. Versammlung von der Vereinten Nationen zur zur Friedensfindung. Wir haben uns bei der Friedensinitiative Flame of Peace in Wien und auch bei ihrer eigenen Veranstaltung von Vopal in Wien zur Frage des Friedens in der Welt ausgetauscht. Vielleicht hat die Welt vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland bis heute und 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der UN-Charta als Feindstaat eingetragen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der korrekte Begriff von dem Konstrukt, was bei der UNO eingetragen ist als Feindstaat, ist Germany. Germany.
und nicht Federal Republic of Germany, was was anderes ist als Germany. Das gibt es leider nicht. Federal. Es gibt nur Germany. Macht aber nichts. Na, die Frage ist halt nur, warum ist das alles so kompliziert, wenn doch die Begriffe so einfach sind? Ja, weil das Ausland uns immer als Deutsch betrachtet, ja, als die Deutschen. Und dann können, ist es unsere Aufgabe. Keine Schlupflöcher für irgendwas. Klar zu kommen damit. Ja. Gut, aber er hat... Er hat es verstanden. Und er hat den Friedensvertrag angesprochen, oder zumindest die friedensvertraglichen Regeln. Er hat angesprochen, überall diese Reichsbürger, die darüber faseln, das hat übrigens auch direkt das Problem der nicht vorhandenen Souveränität durch den Zustand der Feinstaatenklausel bei der UN, hat er angesprochen, überall diese Staatsgegner der BRD, muss man das so sagen? Nein, das ist ja ein Fürst eines souveränen Landes, ja. Also glaube ich, Schleizkreuz, Löwenstein. Und der ist Lizenzträger der Fahne. Schwarz, Rot, Gold. Mhm. Ja, denk dran. Nicht diese hier. Ich mach bloß, oh, dann geht's dahin. Stellen wir uns in die Mitte oder sowas, dann ist besser. So, jetzt wird's ganz toll, denn wir haben ja, wer auch... Ich muss mal meine Tasse holen. Also, du kannst ruhig weiterreden. Ja. Wir haben Fotoserien gesehen oder Artikel darüber, wie man die schönsten Masken herstellt, wie man am besten in diesen Zeiten innerhalb der Regeln zurechtkommt. Ja, also für die Sklaven und für die Schafe wird daherbereitet, wie es halt am schönsten gehen kann, Sklave oder Schaf zu sein. Dazu gehört zum Beispiel auch so ein Händewaschvideo, ja, wo dir erklärt wird als erwachsener Mann, das war wichtig, ja, wie du deine Hände zu reinigen hast mit Wasser und Seife und viel Wasser und viel Seife und lange und auch zwischen den Fingern. Toll. Ja, jeder, wenn es wirklich um hohe Maßstäbe ginge, hätte jeder Chirurg sich halb tot gelacht, der sich vor der Operation die Hände schrubbt und bis zum Ellenbogen alles sauber macht und dann dazu noch verschiedene Mittelchen genommen werden. Also alles Blödsinn, aber es wird uns gezeigt als, oh, guck mal da, wir müssen, ja? Und hier sehen wir die, die uns eben gerne, also man bekommt ja dadurch Öffentlichkeit, man kommt ins Fernsehen oder man wird gefragt und man ist gefragt, wenn man was zu diesem Blödsinn, anders kann man es nicht bezeichnen, beizutragen hat. Kürzer machen, klarer machen, ja, langsam sprechen und Luna Mittig, Stimmen- und Sprechtrainerin, spricht jetzt darüber, wie du aufgrund des Maskentragens am besten kommunizierst, ja, damit das funktioniert. Also mit dem Zurechtkommen des Problems, also so zu agitieren, dass man, also das kann man machen, mit dem Problem zurechtzukommen. Ich fühle mich da so ein bisschen in den Sachverhalt reinversetzt, dass es ja findige Unternehmerinnen gab, die aufgrund der Verwaltungsproblematik in den Parks Sportwäsche erfinden, die also bestimmte Vorgänge unmöglich machen, anstatt dass wir uns als Gesellschaft darum kümmern, dass die Frauen wieder abends unbehelligt durch den Park joggen können. Es waren auch Frauen mit dem Abstand. Da bin ich jetzt froh, dass du die linke Hand genommen hast. Ja, das war wieder ganz gefährlich. Ich habe sie waagerecht gehalten, ja? Ja, extra, damit niemand auf die Idee kommt. Früher, die Frau hat mich erinnert jetzt an Nebel und irgendwie an Krähe. Ja. Aber warum, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon weggeklickt. Es kam also noch mehr an einem Filmbeitrag. Fürs Fernsehen wurde gezeigt, stand jemand bei einer Bäckertheke, dass man jetzt also auch mehr mit Gesten arbeiten muss und so weiter, weil ja und so fort. Dankeschön. Dankeschön, das sind die passenden Lösungen, die uns weiterhelfen. Drei Billardkugeln in der Weinkiste. Na fast, ja. Fast. So. Wir waren beim Bäcker, hast du gesagt. Ja, ja. Da gibt's auch. Es waren drei Brötchen und ein Brot. Ja. Gigantische Gewinne, na logisch. Gigantische Gewinne für Tech-Konzerne. Lustig ist nur, dass die wirklichen Werte, also die man anfassen kann, das schaffen ganz andere. Das sind die, die am meisten belastet sind. Die landen alle dort. Die Gruppe, die du gestern um Obama gezeigt hast. Ja, das Gesamtfoto da mit diese Konzerne sind auch die Tech dabei, mhm. Ja, die gehören denen. Alles zusammen gehört dem Weltkonzern. Und dabei kommt jetzt
folgende interessante Nachricht mit zum Tragen. Wir haben also gerade gezeigt, und Google war mit eingeblendet, dass es den Großen da recht gut geht im Sinne des Verdienens in diesen schlimmen Zeiten auf der Welt. Google Play ist quasi der Download-Ort, der Herunterladeplatz für die ganzen Applikationen, die du auf deinem Telefon hast, wenn es ein Google-Telefon ist. Also wenn du es von Samsung zum Beispiel hast oder andere Hersteller, die mit einem Android-Betriebssystem unterwegs sind, dann gehst du auf dieses Google Play, um dir deine Apps runterzuladen, Spiele, Browser, irgendwelche Anwendungen, die spezialisiert sind auf irgendwelche Themen. Und dieses BitChute, das kennen wir ja auch, denn da werden ja auch unsere Videos gespiegelt, aber die BitChute-App, also das spezielle kleine Programm auf diesem Dummphone, sage ich, ja, was anderes fällt mir nicht mehr dazu ein. Manche sagen Schlaufon, ich denke, es ist eher das Gegenteil, weil es uns das Denken abgewöhnen darf. So eine App für das BitChute wird auf dieser Plattform, wo du dir diese Apps runterladen kannst für dein Android-Telefon, also eine BitChute-App gibt es da nicht, wird nicht gemacht. Was bedeutet das? Kannst du dich mehr aufrufen? Das ist wie, es gibt doch zum Beispiel für die Telefone eine App für YouTube. Da klickst du nur drauf und dann kommst du auf deinen YouTube-Kanal, wenn du einen hast, oder kannst eben Filme gleich angucken. Da musst du nicht umständlich im Browser vom Telefon irgendwas eintippen. So, und so gibt es eben auch für das Videoportal BitChute gibt es eben auch eine App, aber die ist von Google Play, wird die nicht zugelassen, wird geblockt. Lass das behandeln, die im Kongress kommen. Ja, nur mit dem Beiwerk. BitChute ist eben so eine Videoplattform, da wird nicht gelöscht, da wird nicht zensiert, die machen einfach. Schlimm, 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 schlimm. Wollen wir kurz in Italien mal reinschauen? Also das läuft ja nun seit Tagen schon, dass die Bevölkerung dort ein wenig die Fassung verliert, ja, und sich die Uniformierten doch einem deutlichen taktischen Nachteil gegenüber sieht. Aber noch geht's. Es kommt auf die Menge an, immer. Das hier ist der Brüller. Ich habe es, glaube ich, noch mal extra reingestellt. Ja, gibt es als Webseite auch noch. Denn es ist tatsächlich auf der Seite von Karl Lauterbach eingestellt. Wir gucken mal hier hin. Panorama von Welt.de, 29.10. Corona und Intelligenz. Lässt die Hirnleistung nach? Ja. Bei Lauterbach meint ihr jetzt, oder? Die Studie, auf die man sich hier bezieht. Wir gucken erstmal in den Tweet rein von Karl Lauterbach. Da steht diese Studie, davor ist eine 1, es sind also mehrere Tweets von ihm abgesetzt worden, durchnummeriert. Diese Studie von Imperial College London, 85.000 Patienten zum IQ-Verlust durch Covid, sollte jedem eine Warnung sein, der die Erkrankung noch falsch einschätzt. Bei schwerem Verlauf verliert man im Durchschnitt 8,5 IQ-Punkte. Das Gehirn altert um 10 Jahre. Das ist natürlich eine enorme Steilvorlage, weil sich alle fragen, ist also Lauterbach mehrfach schon an Corona erkrankt? Das reicht einmal. Und jetzt der Punkt, ich hätte es sonst bei Twitter gezeigt, jeder kann das nachprüfen, steht bei Twitter, wir blenden es einfach mal ein, hier steht's, ja, starker Hirnverlust, Hirnleistung, IQ-Senkung durch Covid hat verschiedene Ursachen bei Beatmung und so weiter. Wenn ich zurückklicke, sind, glaube ich, die ganzen Dinger, hier ist die 1 zu sehen, starker Hirnverlust, Hirnleistung, Nummer 2, SARS-CoV-2 schädigt Gehirn auf 3 Arten, dann gibt es auch 3, 4, 5 und so weiter, ist nicht wichtig, sondern wir beziehen uns erstmal auf diese Aussage. Und immerhin schreibt die Welt dazu, die Studie, gemeint ist also das, worauf er sich hier in seiner Aussage beruft, die er zitiert, ist ein sogenanntes Preprint, also eine wissenschaftliche Untersuchung, die noch nicht von Experten geprüft wurde und somit nicht als medizinischer Leitfaden dienen darf. Na, für die Zahnfee aber schon. Er hat ja nicht gesagt, na, wir hatten da und da muss man erstmal und so weiter. Nein, also wer das liest, dem muss klar sein, wie wir es hier haben. Ja, also. Wir können erst nach Beendigung des Krieges über Corona offen sprechen. Das hat die Runde gemacht. Tucker Carlson ist ein
sogenannter News Anchor auf Fox News, ja, zweifelsohne Trump nah, dieser Fernsehsender. Jetzt, neuerdings. Ja, aber also, ne? Ja, schön. Ja. Und da ist also, es sind Dokumente verschickt worden über UPS und diese Dokumente sind verschwunden. Und auch, also nach diesen Darstellungen, wenn man dem folgen kann, hat also auch UPS war sehr bedrückt und hat wohl alles in Bewegung gesetzt und hat nach allen Möglichkeiten untersucht, wo diese Dokumente abhanden gekommen sein könnten. Und jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Es ging hier um Papiere, die mit Biden zu tun hatten. Guck an. Ja. Bezug zu China-Geschäften von Hunter Biden. Jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Nach intensiven Versuchen haben wir die Papierinhalte des Pakets gefunden und senden sie umgehend an den Adressaten, sagte UPS-Sprecher Matthew O'Connor gegenüber Business Insider. So, aber was nun gewesen ist, ja, das Paket war geöffnet worden, zu überlegen. Ja? Zufällig. Ja? Also ich meine, das sind Sachen, die wir schon lange und zwar jahrelang erleben und erlebt haben. Ja? Zum Thema nochmal vom hier dem Sprecher von der Gewerkschaft der Polizei, mit denen es gibt ja Regeln und so einfach ist das alles nicht. Ne? Seit Jahren werden Umschläge geöffnet in der persönlichen Post, die zugeschickt wird, bei mir zum Beispiel. Ja? Wird reingeschaut, ist eben so. Ja? Die Umschläge kommen zwar verschlossen an, aber sind zum Teil mit Löchern versehen und so weiter. Und akkurate Umschläge, also quasi frisch aus dem Stapel, sehen aus, als wäre der Elefant drüber gelaufen. So. Die Geheimdienste, da kann niemand bremsen, die machen, was sie wollen. Ja, gibt Regeln, ne? So. In Denkerpose, ne? Er sieht eigentlich aus wie Habeck in 30 Jahren. Von München. Eine bessere Ökonomie ist möglich, aber wir müssen den Kapitalismus umdenken, ja? Ja, das ist ganz einfach. Der neue Kapitalismus ist, niemand hat was. Mhm. Und das, was da ist, gehört dann dem Politbüro. Ihm auch? Nee, der ist nur Werkzeug. Kleiner Fisch. Also, und was steht ganz drüber? Er macht das für Geld. The Great Reset, ja? Das also, wovor jetzt auch der ehemalige Nuntius in den USA den Trump gewarnt hat. So weit sind wir schon. Ja? Also wir als Verschwörungstheoretiker, wir erzählen natürlich Blödsinn. Aber wenn es der Ex-Nuntius in den USA dem Trump schon in einem offenen Brief quasi direkt unter die Nase hält, ist alles halb so wild. Alles halb so wild. Wir sind übrigens über der Zeit. Kannst du noch? Willst du noch? Ja, ich habe ja noch kürzer gearbeitet. Alles gut, ja. Wir haben übrigens bei den Schweden und Russland nicht Lockdown, auch die Schweden und USA, auch die Russen vergessen. Die Russen machen auch keinen Lockdown mehr. Oder überhaupt noch nie. Aber jetzt haben sie es offiziell gesagt. Über den dortigen Impfstoff redet man jetzt auch nicht mehr. Wie willst du gegen was impfen, was nicht vorhanden ist? Ja? Das ist, ne? Also... Wir werden nach Beendigung dieses Corona-Krieges über die Corona reden. Hat etwas, ist ein ganz anderer Hintergrund als Medizin. Jetzt kommen wir erstmal hierhin. Dass der MAD eine neue Spitze kriegt, das wussten wir schon, ist ja angekündigt worden. Ja, Gott sei Dank eine Frau. Ist eine Transe oder eine Frau? Das habe ich nicht nachgeprüft. Gut. Ja. Verteidigungsministerin, also die beste, die wir jemals hatten, gleich nach der Handwaschexpertin. Wer war der Vater von der Handwaschexpertin? Albrecht. Eine alte Familie aus dem Reich. Nicht unseres. Ja, dieses komische Reich da hatte man ja vor der Kamera in früheren Jahren schon darauf hingewiesen. Ja? Komischerweise gibt es da keine Reaktion drauf, aber du musst halt zur richtigen Familie gehen. Ist wurscht. Die beste, die sich reinlesen konnte, mal ins Militärthema, hat eine fähige Frau als Chefin des MADs ernannt.
Wo ist sie denn? Die Juristin Martina Rosenberg ist am Freitag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes genannt worden. Der Wechsel an der Spitze des Amtes soll nach Angaben des Ministeriums zunächst eine zusätzliche Dynamik in die Bekämpfung von Rechtsextremismus in den Streitkräften bringen. Ich wusste es. Ich habe es schon immer gewusst. Der Kampf gegen Rechts ist das Wichtigste, was wir hier machen. Alles andere ordnet sich unter. Corona hast du vergessen. Nein. Erst kommt der Kampf gegen Rechts, das siehst du doch. Ja? Nee, Merkel hat doch gesagt, dass das Coronavirus hat was gesagt. Ja. Und das müssen wir doch beachten. Das hier... Kassenärztliche Vereinigung Bayern ist übrigens, es gibt einen Link dazu, direkt, wenn ich die Adressleiste einblenden könnte, würde also hier stehen www.kvb.de und dann gibt es so eine Art Server, der dahinter hängt, wo dieses Dokument abrufbar ist. Es ist also verlinkt worden im Internet, das kann man also anklicken, landet man hier und hier steht an alle Haus- und Fachärzte sowie ärztliche Psychotherapeuten in Bayern, bayerische Teststrategie, Anhebung der Vergütung rückwirkend zum 1.7. Verwendung des Vordrucks sowieso für Laborauftrag und Besonderheiten des Testangebots an Lehrkräfte und Schulpersonal sowie ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen. Inhalt: Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen standen wir zur bayerischen Teststrategie in engen Austausch mit dem Ministerium. Ziel war es, das Abrechnungsprozedere und insbesondere die Vergütung für die niedergelassenen Ärzteschaft für die Testung, und erinnerst dich, dass ich gesagt habe, das Wort haben wir heute noch, asymptomatischer Personen verbindlich zu vereinbaren. Es gibt also Geld für das Testen von Menschen, die gar keine Symptome aufweisen. Ja, lecker. Wozu werden die dann getestet? Du brauchst die Zahlen. Ach so, und daher kommen diese laut Pfizer Ex-Forschungschef, wie hieß der? Weiß ich nicht mehr. 90%, ja, wir waren was bei 80, glaube ich, oder? 58 von 60 war hier bei Bayern. Ja. Und bei der Konzernboss, der ehemalige, hat gesagt. Ja, 90. 90% sind falsch von vornherein. Aber Geld gibt's. Das muss doch irgendwie die Wirtschaft im Gang halten. Ja, also die Frage ist, woher kommt das Geld, wenn du sagst Wirtschaft, ja? Wer? Bei der Sauer. Ja. Das wird den Leuten schon wieder abgeknöpft. So. Die Big Data Gurus, ja, generell lernen wir ja in diesen Zeiten, Google, Amazon, Apple, wie sie alle heißen, dass es denen gut geht in diesen Zeiten. Palantir, die Big Data Gurus, sie ist die geheimnisvollste Datenfirma der Welt und berät CIA, Airbus und CS. Einblick in eine verschlossene Welt, die sich langsam öffnet. Bodyguard ist längst kein Traumjob mehr, kaum Bewegung, schlechte Bezahlung, stickige Luft, es sei denn, man darf Alex Karp beschützen. Der Chef der kalifornischen Softwarefirma Palantir hatte sich vor 6 Jahren beim WEF in Davos, World Economic Forum, Weltwirtschaftsgipfel, aber wo aufs Auge gekriegt. In Davos so sehr in seinem Bewegungsdrang eingeengt gefühlt, dass er sich kurzerhand eine Langlauflehrerin nahm. Ja, also man verweist dann gleichzeitig mal hier nebenbei mit darauf, dass man mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden ist. Nächster Absatz. Karps Firma berät fast jede Regierung der westlichen Welt bei der Verbrechensbekämpfung und unterstützte auch die CIA bei der Suche nach Osama bin Laden. Da ist doch aber irgendwas irgendwie komisch gewesen. Noch 4 Tage. Also man gehört zu den ganz Großen und berät als Datenfirma die Regierungen der ganzen Welt. Aber wenn die keine Ahnung haben, da kann ich denen doch genau das verkaufen, was ich brauche, damit sie auch von mir abhängig sind, damit ich Einblicke in deren da entstehende Daten habe und. Das ist Vertrauen. Ja, muss Vertrauen man. Vertrauen gegen Vertrauen. Ja. Die Berliner Regierung wurde gefragt, was denn nun getestet wird beim PCR-Test. Ja. Das wissen sie nicht. Ja. Das wäre die Grundlage. Alle diese
Parlamentarier müssten doch jetzt nach all diesen Monaten und auf Basis der schwierigen Lage für die Bevölkerung sich schon lange mit dem Thema so vertraut gemacht haben, dass sie sich mit Leuten aus dem Fachbereich mal hinsetzen und sagen, erklär mir mal, wie der Test funktioniert, ist er dafür geeignet, wie entstehen die Zahlen und so weiter. Nein, komischerweise findet man keine unabhängigen Leute, die das mal erklären können. Meinst du, dass die so klug sind, dass sie sowas begreifen? Ich meine, dass es langsam gefährlich wird für diese Leute, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen und immer so weitermachen, weil der Bevölkerung stellt das Wasser bis zum Hals. Und Haseloff sagt, wir machen es mal aus. Solidarität. Ja, das woher sollen die wissen, dass es dem Volk schlecht geht? Das stimmt. Das ist eine gute Frage. In der Zeitung steht es nicht, im Fernsehen kommt es nicht. Woher sollen die das wissen? Die handeln ja wirklich nach freier Verantwortung. Oder sagen wir mal, sein und so, wie es die Chefin möchte. Und die Chefin ist ja beliebt, steht auch in der Zeitung. Ne? Ja, nach wie vor. Ne? Was willst du? Also manche Zeitungen zweifeln zwar mittlerweile auch, aber das macht nichts. Die gefühlte Zustimmung der Bevölkerung ist ja das Entscheidende. Ne? Ja, wie auch das Sicherheitsgefühl. Ist Fakt. Ja, natürlich. So, wir hatten es schon mal. 53. Es ist verboten, Demonstrationen, Versammlungen und Meetings steht da. Ist das dann damit echt, wenn hier Meetings dran steht im 21. Jahrhundert? Falsch. Das ist... Das hat irgendjemand gefälscht. Wir bekommen auch viel zugeschickt. Ja, und Leute verteilen natürlich auch emsig. Na, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Aber Meetings hat man 53, glaube ich, insbesondere, weil es ja hier die russische Besatzungszone gewesen ist, oder, Entschuldigung, sowjetische Besatzungszone, ist wohl, glaube ich, naja. Lassen wir mal so im Raum stehen. Wir machen einfach, was die sagen, dann geht das schnell vorbei. Wird nicht. 60 Minuten später sieht das dann so aus. Ja, wir haben auch den einen oder anderen Zuhörer, der nicht sehen kann, viele Grüße, aber man möge uns das verzeihen, dass wir nicht alles ausführen. Auch wenn hier also die Schafe natürlich, nachdem sie lange genug einfach gemacht haben, was ihnen gesagt worden ist, dann am Ende doch auf der Schlachtbank landen. So. Ja, das ist normal. Muss man sich nicht wundern. Wenn das so ist, wieso steht nicht die Frage im Raum, dass wenn jemand unter Vorsatz etwas unterlassen hat, weil auch das ist ja rechtlich, soweit ich weiß, geregelt, dass derjenige zur Verantwortung gezogen wird? Es gibt keine Verantwortlichen. Innerhalb des BRD-Systems ist niemand verantwortlich. Also machst du jetzt eine Frau, ja, oder eine, die sich das war frei fühlt. MAD. Naja, ist das nicht das? Nee, BND und MAD ist die gleiche Branche, ja, oder dieselbe du Branche. Meinst, da gibt es Unterschiede. Ah ja, das... Die Blechmarke sieht anders aus, aber am Ende ja, sind sie alle Teil des Okkupationsspiels. Die lernen das dann immer, wenn es Auslandbezug gibt. Ja, da kann man nicht fragen, aber man muss natürlich auch wieder artig nach Hause gehen, wenn das Ausland sagt nein. Gut, das hier ist nicht wichtig. Das haben wir gesehen. Was hatten wir hier noch? Gefährdung durch Impfverweigerer. 27.10.2020. Uns wird erklärt, ne, die Impfung als Methode, Impfung zu verhindern, ist seit der bahnbrechenden Versuche und so weiter. Dann wird wieder Emotionen beigebracht, Thema Polio und so. Es sind schlimme Leute, ja, die der Wissenschaftsmeinung entgegenstehen. Also die Wissenschaftsmeinung, die uns jetzt sagt, dass das Virus, also dass die Kinder zum Beispiel das Virus verteilen, ohne dass sie krank werden. Und weil das jetzt so schlimm ist, das taucht jetzt auf, dass das so schlimm wird, war bei RTL, glaube ich, zu sehen, war jemand da, der das sagte, geht es jetzt an die Schulen. Kindergärten und Schulen, dort wird dann also jetzt im Rahmen eines Projektes, ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat oder nicht, oder wie auch immer, ich gucke mal, ob ich das noch finde, dann würde ich das nämlich nochmal einblenden, denn das gehört als wichtiger Teil in das aktuelle Geschehen mit hinein. Du kannst nicht mehr sagen, Wissenschaftsmeinung.
es gibt die Wissenschaftler und Ärzte und so, die haben eine Meinung und das Team um Bill Gates hat eine andere Meinung. Und die andere Meinung von Gates, die gilt. So, wir horchen jetzt hier mal noch rein. Das sollte jeder mitnehmen, der es noch nicht kennt. Und drüber nachdenken, was das also für Konsequenzen demnächst für die Kinder hat, die man da täglich viele, viele Stunden in die Obhut des besorgten Systems gibt. Also des Systems, was jetzt diese Kinder, wie nennt sich das, Kinderrechte etabliert hat. Nein, noch nicht. Wollen sie. Dass, wenn die Kinder ihre Rechte nicht bekommen, der Staat kommt und sagen kann, die Eltern geben den Kindern ja ihre Rechte nicht, dann müssen wir eben eingreifen mit allen Konsequenzen. So, also wir hören mal dem Experten zu, was gerade so läuft. Viele Eltern und auch Schüler und Kindergartenkinder freut, dass Schulen und Kitas offen bleiben. Wie ist das da mit Tests bei Kindern? Wird das gemacht? Vielleicht auch mehr? Ja, im Gegensatz zum Frühjahr sehen wir jetzt auch tatsächlich infizierte Kinder. Die haben wir bis zum Sommer kaum gesehen. Aber jetzt diese Woche waren fast 10% unserer Teste, positiven Teste bei Kindern. Das ja. Also er sagt nicht wie viel, sondern er sagt 10% der Tests. Ich wüsste nicht, dass Teste der akkurate Plural von Test ist. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Was gibt es für bösartige Menschen? 10% der Teste bei den Kindern gemacht. Ist ganz erschreckend. Übrigens auch, du erinnerst dich, das ist schon Monate her. Australien hatte gesagt, komischerweise ist es so, dass an den Schulen sich der Virus nicht verbreitet. Da muss es Mutationen geben. Das können wir jetzt nicht bearbeiten, das können wir erst nach dem Krieg. Ja, aber wir müssen das noch bringen, weil wir haben da draußen jede Menge Eltern und für die wird es nun langsam ernst. Die müssen jetzt Entscheidungen treffen. Wir horchen mal zu Ende. Kinder vermehren diese Viren, ohne dass sie schwer erkranken. Also das ist ganz gefährlich, weil die sehen ja dann gesund aus, können aber das Virus vermehren. Also die kleinen Kinder, die ja so starkes Immunsystem haben, ja, die also wie so ein großer, gesunder Kerl, ja, all das abwehren können. Man sieht das gar nicht an, wenn die krank sind, beziehungsweise nicht krank sind, sondern den Virus haben, diesen gefährlichen, diesen todbringenden. Den Kindern sieht man das nicht an. Und jetzt weiter. Und um diese Herde zu erkennen und auch Schulschließungen dann zu verhindern, weil sich das Virus ausbreitet, das sind Projekte, die jetzt auch an der Uni Köln anlaufen. Dass Sie in Schulen Tests machen? Dass wir in Schulen testen, in Kitas testen. Das ist jetzt ein Projekt, das auch national gefördert wird. Geld 45 Euro das Stück. Hast du gerade gehört, was gesagt wird? Ja, es wird gefördert, es gibt öffentliche Kohle. Studie, das heißt, Studie würde, also nach meiner Auffassung bedeuten, nach meiner bescheidenen, eigentlich ist es freiwillig, aber man macht es einfach. Mhm. Und erklärt der Öffentlichkeit oder den Eltern, das ist jetzt so, das müssen wir. Ja, und von dem Sie sich einiges versprechen. Warte mal ab, dass irgendwann, also noch 4 Tage, das ist erstmal die erste Etappe jetzt. Also wir machen einfach Studien, indem wir mal so nebenbei, also dass es Studien sind, wird so ganz in dem Nebensatz angesprochen und damit der Öffentlichkeit zwar gesagt, aber nicht so verkündet, dass man sagt, hier, wir machen jetzt Studien in den Schulen, sondern die Kinder sind ganz gefährliche Wesen zum Thema Corona-Verteilung und deswegen gehen wir jetzt mal in die Schulen für öffentliche Kohle und testen, was geht, weil die Kinder ja so gefährlich sind. Die nicht krank werden. Ich weiß gar nicht, warum nicht die Lehrer aufschreien und sagen, dann möchten wir aber gar nicht mehr an die Schulen gehen und dort unterrichten, weil die Kinder sind doch die unsichtbaren Gefährdungspotenziale Nummer 1. Und ich habe auch nicht von Lehrerepidemien gehört, dass die Lehrer alle erkranken an Corona. Verrückt. Verrückt. Aber dafür haben wir eine Chefin im Land, die das Virus zitieren kann, damit wir es verstehen. Können wir mit den Corona mal Schluss machen? Ja, wir machen auch heute mit der Tageskorrektur Schluss. Es reicht aus. Ich habe es leider nicht eingeblendet. Ich suche es mal, wenn ich es nicht vergesse, für morgen nochmal raus. Viele haben es auch gesehen, dass es einen Bildartikel gab, wo oben drauf stand, ich weiß nicht, ob der Söder eingeblendet war, sinngemäß, ja, wir müssen aufwachen. Hat die Bild geschrieben. Und ich denke, es ist soweit. Wir müssen auch in Leipzig, glaube ich, irgendwas machen. Da reden wir in den nächsten Tagen drüber. Ja. Gut. Da bin ich sehr gespannt und ich denke, die Leute haben verstanden, ach, übrigens, dass die Zeit gekommen ist.
Der Falco hat sein Schweizer Uhrwerk da war, wo die in so eine Halle wollte, abgesagt gekriegt von der Regierung der Schweiz. Sie haben jetzt maximal, ich glaube, 50 Personen. Und da wird das nicht durchgeführt. Jetzt ist er mitten in Kärnten. Und heute ausgerechnet wurde Kärnten zum Katastrophengebiet. Ja? Rot auf der österreichischen Karte. Also ist er jetzt echt noch gefährdet, mitten im Krisengebiet von Corona. So, Barcelona, sehen wir auch Bilder. Geht die Post ab. Es kommt auf die Menge an. Ja, es kommt auf die Menge an. Ja, es gibt mehrere Bilder aus Barcelona. Und ich denke, wir haben die Fähigsten vorne, die uns sagen, was zu tun und zu lassen ist. Nämlich, geht dieses Wochenende nicht feiern. Corona-Appell von Karl Lauterbach. Ich denke, der wird mit dem Hasselhoff zusammen, ja, der sagt, wir machen mal aus Solidarität zu. Da werden sie einfach. Ein super Duo. Ja? Ja. So. Nur aufgrund dessen, dass der wirtschaftliche Druck so stark steigt für die Menschen, was zu bedauern ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite offensichtlich die Grundvoraussetzung dafür, dass es beginnt, sich zu bewegen. Dieser Punkt ist erreicht. Die Menschen reden, die Menschen schütteln den Kopf. Alle sehen, dass das ein Riesenhaufen gequirlte Sahne ist. Naja, wir müssen schon bis Dienstag mal warten. Das ist alles nicht so einfach, ja. Das war die Tageskorrektur vom 30. Oktober 2020 im letzten Jahr der BRD mit Hans-Joachim Müller. Schönen Abend. Ich war nur halb das da. Namaste. Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Post von Müller.